Eine der häufigsten Ursachen, warum viele Athleten mit dem Sport aufhören, ist Übertraining. Übertraining ist etwas, was relativ viele Athleten betrifft und was sich, sage ich mal, in so verschiedensten Stadien äußert. Und ich möchte gerne über das ganze Thema noch mal ein bisschen tiefer Einblick geben, weil ich auch selber damit sehr, sehr viel Erfahrung gemacht habe und viele Athleten auch sich immer bei uns und bei mir vorstellen, ich glaube auch ausgehend dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich sage aber auch mal, weil es einfach so eine schwerwiegende Erkrankung ist, muss man sagen, die auch ja, ich sag mal sehr viele Profiathleten dazu zwingt, mit dem Sport aufzuhören und auch bei Amateuren dazu führt, dass sie mit dem Triathlon, mit dem Radsport, mit anderen Sportarten aufhören und dadurch Langfristig ja, den Spaß an der ganzen Sache verlieren und langfristig auch die gesundheitlichen Benefits, die einfach mit dem Ausdauersport einhergehen, einfach, dass es komplett zusammenfällt wie ein Kartenhaus und dass man eigentlich dann langfristig ähm, eine gleiche Lebenserwartung hat wie jemand, der eben nie Sport gemacht hat. Und deswegen möchte ich einfach mal für dich, ich sag mal, die drei Stadien so kennzeichnen des Übertrainings. Damit du das für dich einschätzen kannst, wo du dich vielleicht gerade einfach auch so befindest. Ist das gerade, wo du bist, schon noch gesund als Athlet? Ist das noch gut, wie du es machst? Oder kommst du auch schon so in Prozesse rein, wo man sagt, dass das Ganze absolut krankhaft ist? Oder ist es auch schon krankhaft? Ich sag mal, ich gebe dir mal einen Einblick in das Ganze, weil ich war im Übertraining 2015. Nach meinem Ironman Hawaii, was dazu geführt hat oder das Ganze hatte eine Historie von irgendwie über zwei, drei, vier Jahre, in denen ich die falschen Trainingsreize bei mir absolviert habe. Ich habe ein total ineffizientes Training absolviert. Ich habe viel, viel, viel zu viele Volumina eingebaut in mein Training. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich müsste 15 bis 20 Stunden dauerhaft trainieren, um einfach auch so erfolgreich zu sein es hat auch sehr sehr viel damit zu tun dass mir einfach immer auch eingeredet worden ist dass ich einfach nicht das talent mitbringe um mich jemals für hawaii zu qualifizieren und dass ich eigentlich ähm, zu schlecht wäre als athlet ich bringe einfach ich würde nicht das talent mitbringen wirklich um einfach ähm, jemals beim ironman gut zu sein und das hat in mir sehr, sehr stark das verlangen ausgelöst den leuten zu zeigen dass ich eben doch dieses talent habe und dass ich doch das kann und deswegen war mein mittel dabei dauerhaft sehr sehr viel zu trainieren und auch unglaublich hart. Also, ich habe auch sehr, sehr viele Intensitäten der ganzen Zeit gemacht. Ein Hitblock nach dem nächsten, das nächste polarisierte Training, was eigentlich eher schon ein Hit-Training war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, in der Zeit habe ich einfach gemerkt, was Übertraining ist und ich konnte danach über ein Jahr einfach nicht mehr trainieren. Es ist einfach komplett zusammengefallen und ich wollte dann eigentlich letztendlich auch aufhören mit dem Ganzen, bevor ich dann was Neues für mich gefunden habe und eine neue Methode, das Ganze deutlich ganzheitlicher, sage ich mal, zu sehen. Gehen wir einmal ganz kurz rein. Ich sage mal so das erste Stadium des Übertrainings ist so Overload. Ja? Overload heißt einfach nur Überload Stress, also ein Überstress auf das ganze System. Das heißt, du applizierst ein Training, was relativ hoch, überschwellig ist, was ähm, dafür sorgt, dass dein Körper in eine Ermüdungsreaktion kommt. Und prinzipiell ist das erstmal der normale Prozess des Ganzen. Dieser Overload ist sehr stark davon abhängig, wie hart, wie intensiv war der Trainingsreiz, hat er, auf welche Strukturen hat er ganz genau abgezielt, war es eher so kardiovaskulär, Herz-Kreislauf-System, war es eher so dein muskoskeletales System. Und darauf folgend passieren verschiedenste Anpassungsprozesse in unserem, in unserem ganzen Organismus diese anpassungsprozesse gehen eigentlich immer mit einer low-grade inflammation einher das heißt mit einer niedriggradigen entzündung unseres gesamten systems das heißt eine entzündungsreaktion die ihr vielleicht so kennt von autoimmunerkrankungen von teilweise auch infektionen ist letztendlich die ähnliche reaktion die ihr auch so auf training habt auf stress im training habt das heißt es können, es können auch schon mal so die symptome zwischen überlastung und Infektion, Krankheit können manchmal auch verschwimmen, weil man einfach die gleichen Symptome letztendlich verspürt, wie irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Stress der Muskulatur, vor allen Dingen auch viel Schweißbildung, ein bisschen Abgeschlagenheit, ein bisschen Müdigkeit. Das sind so typische Dinge, die erstmal so im primären Overload einfach so passieren. Da grenzt man dann auch noch so ein bisschen ab das sogenannte Overreaching, also das heißt über etwas hinaus noch erreichen wollen. Das heißt, wenn man sehr, sehr harte Trainingsbelastungen, vielleicht auch Wettkämpfe appliziert, dann ist einfach diese Overload-Phase deutlich größer. Man spricht da ja, wie gesagt von Overreaching und daraufhin ist dann auch die Regeneration länger. Okay, aber die erste Phase eigentlich des Übertrainings ist letztendlich so dass der Overload, was aber natürlich noch kein Übertraining ist, sondern das ist erstmal die normale Trainingsanpassung. Die zweite Phase dann ist aber der Progressive Overload. Das heißt, ein progressiver Overload weiterhin des ganzen Systems. Das bedeutet, du applizierst weiterhin sehr starke Reize auf dein ganzes System und dein System schafft es nicht mehr wirklich, sich komplett zu regenerieren. Du glaubst dann meistens so, okay, ich muss einfach immer müder werden im Training, ich muss mehr Reize machen, dass ich noch müder werde, noch müder werde, noch müder werde. Es fängt irgendwie an, dass es sich nicht mehr so gut anfühlt. Du hast auch nicht mehr so richtig viel Spaß dabei und applizierst aber weiterhin starke Reize. Was dann passiert, ist, dass dein, ganzes, dein ganzer Organismus in so eine Stressreaktion verfällt und da auch dann in so eine chronische Stressreaktion. Das heißt, viele Hormone, die dafür zuständig sind, dass du eigentlich aktiviert wirst, sind in sehr, sehr hohen Konzentrationen auf einmal vorhanden. Das heißt vor allen Dingen so Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, unser Stresshormon, werden einfach vermehrt ausgeschüttet. Und das merkst du. Das merkst du so in deinem Alltag, weil du bist irgendwie so ein bisschen gereizter. Du fängst irgendwie an, manchmal vielleicht paradoxerweise irgendwie Schweiß zu entwickeln. Du bist vielleicht auch manchmal so passiv-aggressiv, vielleicht irgendwie deinen äh, Mitmenschen und letztendlich äußert sich das sehr stark ähm, einerseits auf einer physiologischen Ebene, aber auch auf einer mentalen Ebene. Das heißt, du kannst dich meistens nicht mehr so gut konzentrieren. Du fängst irgendwie an, kognitiv mal ein bisschen abzuschweifen und gerade so deine Leistungsfähigkeit irgendwie mental nimmt halt hier auch ab. Die Trainingsanpassungen ähm, sind so ein bisschen verzögert, sind, laufen aber immer noch normal ab. Deswegen auch immer noch progressiver Overload. Es ist ein Overload, aber du hast immer noch Anpassungen an dein Training. Das Ding ist aber, dass wenn du im progressiven Overload bist, kannst du meistens im Wettkampf nicht mehr deine normale Performance abrufen. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass du mental so gestresst bist, dass dein ganzes System mental schon angegriffen ist. Und wenn du mental, kognitiv nicht richtig auf einem grünen Zweig bist und dein Mindset nicht bereit ist für einen Wettkampf, dann wirst du genau in den entscheidenden Momenten, wo es eben drauf ankommt, das heißt irgendwie beim Marathon, beim Kilometer 21, 22, 23, wo du jetzt irgendwie mal beißen musst und es losgeht, genau dann wird das Ganze einfach zusammenfallen. Das heißt, du kannst dann nicht mehr dein Potenzial wirklich erreichen. Und viele Athleten stellen sich da auch bei uns vor, die immer so sagen, Pass auf, im Ironman irgendwie fällt das Ganze bei mir immer zusammen, so bei Kilometer 27, 28. Und meistens hat das sehr viel damit zu tun, dass du dich mental zu sehr gestresst hast mit dem Training, was einfach so einen Overload, progressiven Overload dargestellt hat. Ein anderes Symptom, was da auch noch mit dazu kommt, ist, dass meistens so die Sexualhormone abgebaut werden. Und das macht sich dann teilweise auch bemerkbar bei Frauen bei Zyklusstörungen und bei Männern bei Libidoverlust. Okay. Das ist der progressive Overload. Jetzt hast du die Chance, einerseits zu regenerieren, Pause zu machen, deinem Körper wieder daraus zu befördern. Das dauert meistens dann so drei, vier Wochen und dann ist wieder alles gut. Typischerweise viele Athleten, die nach der Saisonpause sagen, sie fühlen sich besser als vorher, waren vorher sehr stark in diesem progressiven Overload. Die zweite Variante ist, dass du weitermachst, dass du weiter trainierst, dass du sehr, sehr hart weiter trainierst und dann kommst du ins klassische Übertraining. Übertraining ist dadurch gekennzeichnet, dass jetzt diese Stresshormone, die du hast, weiterhin sehr, sehr stark vorhanden sind und Hormone funktionieren so mit minimalen Konzentrationsänderungen. Hormone sind darauf angewiesen, dass wir diese minimalen Funktionskonzentrationsänderungen äh, haben. Und wenn wir nicht mehr diese minimalen Konzentrationsänderungen haben, sondern große Konzentrationsänderungen oder dauerhaft eine Konzentration, dann funktioniert dieses ganze System nicht mehr. Das heißt, dein Hormonsystem wird jetzt erschöpft. Es klappt einfach nicht mehr, alles ermüdet diese ganzen Funktionen und dann fallen deine Sexualhormone zusammen, dann fallen selbst deine Schilddrüsenhormone zusammen und dann auch sogar dein Stresshormonlevel, Cortisol, funktioniert einfach nicht mehr so gut. Und das äußert sich dann in kompletter Antriebslosigkeit. Es ist, funktioniert einfach das ganze System nicht mehr. Der ganze Energiestoffwechsel fällt einfach komplett zusammen. Und das äußert sich dann einerseits in eben diesen Faktoren, die dich antreiben, andererseits aber auch in sehr vielen gesundheitlichen Faktoren. Das heißt, der Athlet ist jetzt wirklich krank. Du bist im Übertraining und der Athlet ist im Übertraining, was dann einfach auch noch so daher einhergeht. Ich sag mal, mit ähm, teilweise mit Stressfrakturen, mit eben keiner Energie. Ähm, man kann abends schlecht einschlafen, morgens ähm, schlecht aufstehen. Dieser ganze zirkardiale Rhythmus ist komplett gestört. Du hast diverse Infektionen, die auf einmal auftreten: EBV, Pilzinfektionen, andere Sachen, die auf einmal auftreten. Du hast keine Ahnung, woher. Und irgendwie. Bist du auch schon in so einer gewissen Depression, weil es läuft einfach alles nicht mehr und du hast auch gar keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr aufs Training. Du fühlst dich komplett zwanghaft, das Ganze zu machen, aber ähm, es fühlt sich einfach nicht mehr für dich rund an. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst: Ich höre auf damit. Ich cancel das Ganze. Und man muss sagen, wenn man in diesem dritten Stadium ist, also du wirklich im Übertraining bist, dann brauchst du im besten Fall ein Jahr, damit du wieder da bist, wo du vorher warst. Im besten Fall. Es gibt sehr, sehr viele Athleten, die kommen dann nie wieder raus. Und es gibt sehr viele Athleten, die hören auf mit dem Sport und fassen das ganze Thema nicht mehr an. Weil dieser Pain und dieser Schmerz, durch den die durchgegangen sind, dadurch sie dazu gebracht hat, dass sie gesagt haben: Leistungssport ist das Dümmste, was du machen kannst, das ist das Ungesundeste, was du machen kannst. Es ist absolut furchtbar, das Ganze durchzuziehen. Okay, ja, schwere Kost, Leute. Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht da auch schon so durchlebt habt, ob ihr auch diese drei Stadien kennt, ob ihr da auch vielleicht ähm, auch Sachen bei euch vielleicht auch wiedererkennt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich kann auch gerne noch dazu ein bisschen ähm, was von meinen Erfahrungen da berichten. Bei mir hat es Gott sei Dank nur ein Jahr gedauert und dann war ich wieder draußen. Ich war auch, glaube ich, nicht ganz so tief drin, aber schon. Und ja, schweres Thema. Alles klar. Schönen Tag euch. Euer Golo.